Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden der Vorlage zustimmen. Es ist ein Prüfungsauftrag, der die Verwaltung beauftragt, sich sehr detailliert mit den Möglichkeiten des Erbbaurechts und mit den Vor- und Nachteilen gegenüber Kaufverkauf auseinandersetzt. Vor- und Nachteile sowohl für den Käufer oder Pächter als auch für den Verkäufer und Verpächter. Deswegen stimmen wir dem zu. Gerade damit die Vor- und Nachteile deutlich abgewogen werden, haben wir unseren Änderungsantrag gestellt, der größtenteils vom Antragsteller übernommen worden ist. Und ein weiterer Punkt, den wir eingebracht haben über den Änderungsantrag, ist, dass sich dadurch möglichst, ich sag mal, die einigermaßen die Einfachheit der Konzeptvergabe nicht gefährdet wird. Wir beschließen ja nachher nochmal über eine Ergänzung zur Konzeptvergabe, die eher in die andere Richtung geht. Da wird es ein bisschen komplizierter aus der Not heraus. Aber das Ansinnen, auch Erbpacht zu machen, sollte kein Hindernis sein bei der Konzeptvergabe und spricht damit und damit auch kein Hindernis sein, dann tatsächlich Wohnbauen zu ermöglichen. Denn entgegen dem, was so ein bisschen im politischen Raum herumschwebt, so Erbpacht ist irgendwie was Besseres als Kaufen oder Verkaufen, denke ich, kommt es sehr stark auf den Einzelfall und die konkrete Situation an. Und wir stimmen dem Prüfungsantrag auf jeden Fall zu. Und Erbbau ist für uns eine Möglichkeit, aber eben auch kein Dogma. Am Ende werden wir uns in der jeweiligen konkreten Situation für das Geschäft entscheiden müssen, das den Zielen, die wir damit verbinden, hier geht es vor allen Dingen um Wohnbau, am besten entspricht. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Also die großen Hoffnungen, die vielleicht aus dem Redebeitrag der Linken eben zum Ausdruck gekommen sind, die teilen wir nicht. Wir sollten einfach alle Möglichkeiten ausloten und deswegen stimmen wir diesem Antrag zu.